Europa verharrt in einer Dauerkrise. In vielen Ländern existiert Massenarbeitslosigkeit. Und selbst in Ländern wie Deutschland, wo die Wirtschaft Überschüsse macht, gibt es immer mehr prekäre Jobs. Viele Menschen wenden sich ab von diesem Europa. In Großbritannien hat eine Mehrheit den Brexit beschlossen. Wir wollen diskutieren über Alternativen, über die Möglichkeit eines sozialen Europa. Dafür haben wir ganz interessante Gäste am 23. September in Berlin, nämlich den griechischen Finanzminister Tsakatolos, den Vorsitzenden der französischen Linkspartei Jean-Luc Mélenchon, viele andere internationale Gäste, außerdem mit dabei Gregor Gysi, Oskar Lafontaine, Dietmar Bartsch und ich bin natürlich auch dabei. Und ich hoffe, wir sehen euch da.